Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und ich freue mich wirklich herzlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet soweit eine richtig geile Woche. Und ich habe mir die Frage gestellt, die Frage habe ich mir tatsächlich schon vor einer Woche gestellt. Warum inten eigentlich alle Yasuos? Ja, ich hatte viele Games, einige davon habe ich auch hochgeladen, wo Yasuos in meinem Team waren. Und diese waren nicht nur am Inten, also sind wirklich 0,4, 0,5, 0,6, wie wir es halt auch kennen. Meistens ist eigentlich die Rede von 0,8 tatsächlich. Und trotzdem, nicht nur das, sondern sie waren auch sehr, sehr toxisch und hatten halt einfach keinen Bock mehr auf League. Ja, Inten ist eins und dann noch Toxic ist was anderes. Ja, es ist kombiniert und es ist immer wieder passiert und da habe ich mir gedacht, okay, hey, woran liegt das denn eigentlich? Und habe das Selbstexperiment gemacht und selber Yasuo gespielt. Ja, abgesehen davon, dass ich sagen muss, dass Yasuo echt viel Spaß macht, sorry an dieser Stelle. Ja, was sind die größten Probleme an Yasuo? Und das möchte ich gerne heute mit euch zusammen diskutieren. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, unten euch auch, ne? Das ist eigentlich nur meine Meinung, das ist jetzt keine Statistik, sondern ihr könnt auch gerne unten mit diskutieren, etc. analysieren, was auch immer. Grundsätzlich, der erste große, wichtige Punkt bei Yasuo ist einfach, auch wenn man das nicht gerne wahrhaben möchte als Yasuo-Hater, sag ich einfach mal, Yasuo ist einer der schwersten Champions in League of Legends. Ich habe damals schon ein Top 6 Video gemacht, wo ich gesagt habe, hey, hier, das sind die schwersten Champions und da war irgendwo Yasuo bei und dann kommen natürlich viele, für Yasuo brauchst du gar keinen Skill, der ist voll schwer, easy und dies und das. Ja, also für Yasuo, er hat nicht extrem viele Skillshots, ne? Aber Schwierigkeit kommt nicht immer zwingend durch Skillshots, aber dafür ist sein Skillshot sehr wichtig zu treffen, sein Q, beziehungsweise vor allem sein Sturm. Aber bei ihm gibt es auch viele Mechaniken, die man wirklich gut handhaben muss, sage ich einfach mal. Das heißt vor allem, wann geht man rein? Ja, mit seiner Ultimate. Du kannst dich einfach immer permanent R drücken, wenn es geht. Ne? Das ist einer der größten Fehler wahrscheinlich von Yasuo. Du siehst irgendwo so R, zack, rein damit, ne? Vielleicht aber auch doch. Na, oh, da hätte ich echt Ulten. Wobei, das passt. Wir haben hier Ult bekommen. Ich habe so viel Schaden an der Lulu gemacht. Habt ihr das gesehen? Ja, okay, das war, glaube ich, echt dumm. Ja, das war echt dumm. Mann, das war so ein Lee Sin Q, Leute. Ne? Lee Sin Q, das sind halt so Entscheidungen, die man als Yasuo wirklich treffen muss. Wann kann ich dashen und wie sollte ich dashen? Viele Yasuos, und deswegen inten sie wahrscheinlich auch, werden einfach permanent, okay, hey, dieser Minion und dieser Minion, ich kann auf drei Minions dashen, also let's go. Dash, 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 tot. Ne? Nur weil man dashen kann, sollte man nicht auch zwingend dashen, ne? Nur weil du einen Burger essen kannst. Ne, den sollte man schon immer essen. Also, im Prinzip ist es so, das Yasuo-Syndrom, das kennen wir doch alle. Ja, das heißt, ein Yasuo dasht, weil ein Minion zum Dashen da ist. Zack, Tower Shot. Ja, das Yasuo-Syndrom, Tower Shot. Tower Shot kommt da an. Zack, du kriegst Damage Up, kriegst vielleicht einen Stun Up, weil der Gegner denkt, okay, er dasht in den Tower, das ist ziemlich dumm. Stun drauf, Ignite drauf, Kill. Ja, und schon bist du behind, schon hast du keinen Bock mehr auf League, schon gehst du AFK und schon ist die Promo von irgendjemand anderem vernichtet worden. Gehen wir weiter zum zweiten Punkt und zwar, Yasuo ist extrem mobil und gleichzeitig extrem unmobil. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, aber man kennt es, ja. Man geht auf die Top-Lane, will den Yasuo ganken. Was passiert? Er dasht, 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 dasht und du fühlst dich als Jungler einfach, what the fuck ist hier los? Und rennst durch die Gegend komplett random und Yasuo ist einfach weg. Ja, fühlt sich extrem scheiße an. Ja, aber was ist denn, wenn keine Minions da sind und du einen Yasuo gankst, der weit gepusht hat? Ja, das heißt, wenn da gerade eine Minion-Wave kommt, ist ja alles cool, aber wenn keine Minions da sind, dann kannst du wirklich extrem wenig machen. Du kannst einmal durch den Gegner durchdashen, kriegst dann wahrscheinlich einen Stun-Up und dann stehst du da mit heruntergelassener Hose. Nichts ist mehr möglich, ja, du wirst einfach nur gekillt. Vor allem, hier ist natürlich das Problem, dadurch, das kombiniert sich so mit dem anderen, ja, dadurch, dass du immer permanent deine Spells benutzen kannst. Dein E hat wenig Cooldown, dein Q hat wenig Cooldown. Du kannst die ganze Zeit EQ, 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 pushst du einfach unendlich rein, stehst weit vorne und dann kommst du nicht mehr weg, ja. Das gehört so ein bisschen zum Yasuo-Syndrom tatsächlich mit dazu. Wirst gegankt, bis RIP. Das mit den Ganks ist ja sowieso so eine Sache. Ich habe das selber bei mir extrem krass gemerkt, wenn ich on-stream, ich habe ja nur on-stream Yasuo gespielt, wenn ich mich mal kurz nicht konzentriert habe, so dass ich sage, okay, ich bin Yasuo, ich muss mein Gehirn einschalten, so nach dem Motto, dann bin ich wirklich gedasht, habe hier irgendwelche Moves gemacht, wurde gegankt und bin gestorben, ja. Das heißt, man muss wirklich die ganze Zeit seinen Fokus so ein bisschen drauf halten, okay, hey, wir haben Minute 2:30, ich werde jetzt gleich Toplane gegankt, ich stelle jetzt bei Minute 2:10 schon mal mein Ward, damit da nicht schon einer im Busch steht, etc. Ich muss jetzt defensiv sein, hier könnte der Jungler sein, hier könnte der Jungler sein. Ihr müsst euch zusammenreißen. Vor allem gilt auch die Ausrede nicht, ich werde gecampt. Ja, das heißt, ihr seid 0-3, sagt, okay, hey, scheiß Team, ich werde gecampt. Ihr seid Yasuo, natürlich werdet ihr gecampt. Das gehört dazu. Jeder Yasuo intet, das ist wie ein fucking Burger, der auf der Toplane geht, wo du nur hingehen musst und den mitnehmen musst. Natürlich, ich würde da auch sofort hingehen und den essen. Das ist, gehört dazu, Leute. Da müsst ihr wirklich, wenn ihr Yasuo Main werden wollt, müsst ihr lernen, nicht gegankt zu werden.
ich persönlich muss sagen, dadurch, dass ich Yasuo spiele, es hilft mir extrem krass, weil ich habe noch in letzter Zeit nie so oft auf die Map geschaut wie mit Yasuo. Es hilft, meine Map-Awareness zu verbessern und das wird natürlich mir auch auf meinem Main, beziehungsweise wenn ich Talon etc. spiele, deutlich helfen, denke ich. Und jetzt kommen wir zur Frage und zwar, was ist eigentlich Yasuo? Ja, dann natürlich ist hier Kreativität freien Raum gelassen, ihr könnt euch jetzt in den Kommentaren auslassen. Yasuo ist ein Punkt. Meine Antwort hierzu ist, er ist ein Nahkampf-AD-Carry. Ja, das heißt, es gibt Champions wie Tryndamere, wie Master Yi, die einfach sehr AD-lastig bauen. Das heißt, Infinity Edge, Crit-Items etc. Und die im Prinzip wie ein AD-Carry funktionieren, nur im Nahkampf halt. Ne? Mit ein bisschen mehr Mobilität etc. brauchen sie dann ja auch. Und was brauchen solche Champions? Richtig, Items. Das heißt, jedes Mal, wenn du auf Yasuo ein Item finishst, dann spürst du einfach die Kraft durch dich durchfließen, ja. Phantom Dancer, du rastest aus. Infinity Edge, du rastest noch viel krasser aus. Aber was ist denn, wenn du diese Items nicht hast? Ihr kennt das wahrscheinlich, ihr seid ein AD Carry. Ihr seid 0-3 in der Lane und ihr seht einen Tank 4-0 vor euch, ja. Das ist so, als würdet ihr einen Elefanten mit Trauben bewerfen. Ja, der kann euch gekonnt ignorieren, ihr habt gar keine Existenz mehr. Ja, ihr macht null Schaden und es macht auch wirklich keinen Spaß. Und so ähnlich ist es mit Yasuo. Das heißt, ihr dasht in einen Tower, ihr sterbt, weil ihr dumm seid, ihr werdet gegankt. Vielleicht kriegt ihr den krassesten Gank ab, wo jeder andere Champion auch sterben würde, ja. Und seid dann halt dadurch behind. Und dadurch werdet ihr schon wieder outscaled durch den Gegner. Und wenn ihr weniger Items als euer Gegner hat als Yasuo, dann wird es nämlich extrem schwierig, ja. Das heißt, es gibt Champions wie Fizz, ja. Als Fizz kannst du 0-4 gehen. Und er tötet trotzdem seinen Gegner, weil er einfach ein lustiger Champion ist tatsächlich. Aber bei Yasuo ist das tatsächlich nicht so einfach. Wenn der Gegner nämlich mehr Kills, mehr Geld, mehr Items hat, dann spielt er auch deutlich aggressiver gegen euch, weil er merkt, okay, hey, ich kann dem Yasuo auf die Fresse geben. Der ist sehr, sehr defensiv gerade und der kann sich auch nicht wirklich wehren. Und wenn ihr dann euren dritten Sturm raus habt, euer drittes Q, und ihr vielleicht sogar mal gegen einen Assassin wie Akali oder irgendwas spielt, ja, dann engaged dieser genau in dem Moment, wo euer Sturm raus ist. Er ist richtig engage-freudig und zack, ihr könnt nichts mehr machen. Ihr werdet in der Zeit, wo ihr gekillt werdet, kriegt ihr niemals 3 Qs mehr aus. Also ihr habt nicht mal mehr eine Ultimate. Ihr könnt im besten Fall noch ein bisschen rumdashen und so fängt das Feeden tatsächlich an. Er geht 0-2, dann 0-3, 0-4. Und man kann also sagen, es fühlt sich extrem unangenehm an, mit Yasuo von behind zu spielen. Das kann man einfach so unterstreichen. Und deswegen, es gibt natürlich auch andere Champions. Wahrscheinlich ist es mit Riven genauso. Wobei mit Riven hat man halt noch so ein bisschen Möglichkeiten mit so einem Stun etc. Aber deswegen haben halt viele Leute einfach keine Lust, wenn sie 0-2 gehen, mehr auf LoL. Ja, das ist wahrscheinlich genauso wie bei Twisted Fate. Es gibt viele von solchen Champions. Ne? Wenn du mit Twisted Fate 0-3 bist, dann wirst du nur noch abgefahren. Und deswegen sind Twisted Fate-Spieler, Riven-Spieler, Yasuo-Spieler einfach so fucking toxisch, weil sie sich denken, okay, hey, es macht keinen Spaß, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt einfach hinten oder ich gehe auf K oder irgendwie sowas, ne? Das ist natürlich absolut keine schöne Einstellung, denn, und jetzt muss ich dazu sagen, Yasuo ist einer der krassesten Late-Game-Champions, die es gibt. Und das ist tatsächlich so. Ich meine, alleine die Tatsache, dass er 100% Crit hat, eine fucking Windwall, er ist super mobil, er hat super viel Schaden, Lifesteal, du kannst ihn auf Tank bauen, er macht insane viel Damage. Das alles kombiniert, ja, das heißt, solltet ihr wirklich inten, ich habe viele Games geintet, also gerade die ersten Games, ich bin immer richtig 0, ich habe mich komplett angestrengt, 0-4, 0-5, 0-6 etc. Aber trotzdem habe ich einfach das ganze Game gefarmt. Der Sword hat insanen Wave Clear, das ist super geil, du kannst permanent alles drücken und alle Minions sterben permanent. Und ich hatte wirklich, ihr kennt meine Farm-Mechanics, die sind einfach horrible, aber ich hatte immer 300 Farm jedes Game oder sowas und im Prinzip habe ich dadurch meine Items bekommen. Ja, ich war 0,8 oder so. Nee, 0,8 war ich nicht, aber 0,5. Aber 300 Farm und hatte dadurch auch meine Items. Und habe im Late Game die Gegner wieder rasiert, ja. Ich habe schon so oft gegen Yasuo gespielt. Der habe ich komplett gesmashed, ja. 1,8. Und im Late Game haben sie mich trotzdem rasiert. Warum? Weil sie wahrscheinlich irgendwo gefeedet worden sind. Haben sich hochgefarmt. Und es gibt halt mehr als nur Kills, muss man einfach sagen. Und deswegen, Leute, wenn ihr mit Yasuo, oder sagen wir es mal anders, wenn ihr wirklich Yasuo spielen wollt, das ist okay. Den muss man üben, am besten in Normal Games. Aber irgendwann muss man auch mal ins Ranked und da muss man ihn auch üben. Aber solltet ihr mal inten, dann verdoofte Scheiße, ich muss es jetzt hier verschönern, hört ihr bitte auf, toxisch zu sein und steht dazu, ja, dass ihr steht zu euren Champion, ihr habt geintet, das ist euer Bad und jetzt fangt ihr an, das irgendwie wieder gerade zu bügeln, indem ihr einfach, sei es die nächsten 10, 20 Minuten einfach nur split pusht und farmt. Das wird euer Team helfen, aber geht nicht
fucking AFK. Das war eure Entscheidung, ja so zu picken und ihr steht dazu. Das gilt natürlich genauso für auch andere Champions, wie zum Beispiel Riven. Natürlich, Riven ist kein Yasuo und sie hat nicht so ein krasses Late Game, aber auch hier kann man immer noch gewinnen oder zumindest einen Split pushen. Einzige Ausnahme hier ist wahrscheinlich Lee Sin. Wenn ihr da im Early Game wirklich sterbt, so mit Level 3, dann ist das Game tatsächlich leider over. Sorry. Das war's mit der Diskussion. Ihr könnt euch jetzt gerne, wenn ihr Lust habt, unten auch ein bisschen beteiligen. Teilt ihr meine Meinung oder seid ihr doch dagegen? Habt ihr vielleicht so einen Punkt, wo ihr sagt, okay, hey Tobi, das hast du vielleicht noch vergessen. Werdet nicht beleidigend, weder als Yasuo-Mensch oder auch gegen Yasuo-Menschen. Ja, das ist halt, ja, ne, ordentlicher Ton. Ich würde mich verabschieden. Ich hoffe, das ungefähr hat euch so ein bisschen gefallen, so eine kleine Diskussion. Haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.